Genau, Leute, macht mal die scheiß Musik aus und damit herzlich willkommen zurück zu Crysis 3 Multiplayer. Ich bin Hunter auf Skyline. Und, ja, heute ist Adrian, aber er sitzt genau gegenüber von mir. Es sei denn, er ist Hunter. Nein, ich sitze gegenüber von dir. Das ist schön. Jetzt warten wir mal hier wieder auf diese Leute mit ihrem Holz-PC. Warte auf Spiel ab. Spiel hängen. Deine Mutter hängt. Die hat ein Hängen. Also Adrian, pfui. Na gut, wie einige von euch schon vielleicht mitbekommen haben, sind wir momentan am Kanal umstrukturieren. Kanal umstrukturieren. Und, was? Anal? Kanal. Ich würde sagen, wir verkämpfen uns einfach hier. Ja. Du nimmst das Schild und stellst dich vor mich. Oh ja. Schnupper meinen Pup. Oh ja. Oh Gott. Ja, und da muss leider auch Crysis weichen. Nein, natürlich nicht. Es gibt dann Commentaries von uns, wo wir dann den Podcast drin verpacken, sozusagen. Also das alte nur anders verpackt. Und da ist schon der erste Hunter. Snack ich mal gerade. So. Ah! Der war außen, der Bolzen. Aber gut. Okay. Und ja, da wird es auch Crysis 3 Commentaries geben. Ja. Doch erstmal könnt ihr euch noch 2 Wochen über alle Maps freuen, die wir noch nicht hatten. Oder vielleicht doch schon hatten. Nur einfach so geil finden und einfach nochmal spielen müssen. Da kommen sie! Moment. Er schießt mich eigentlich immer. Alter! Los, Adrian, geh raus. Tschüss! Wo ist er denn? Hinter uns! Sind? Yep. Erwischt. Ich finde echt diese Boni, die sich hier. Hier oben drauf ist einer. Die sie sich hier ausgedacht haben, voll witzig. Ha! Immer wieder hier rein. Ich bin tot! Du wirst uns auch nicht mehr killen. Hä? Wir haben nämlich gewonnen. Survived. Der Sack hat da oben gecampt. Und ich bin Zweiter. Sacker. Sacker oder Lacker? Sacker. Sacker? Ja, darauf stehe ich auch immer. Das ist echt eklig. Und du bist Dritter. Na und? Scheiße. Alle guten Dinge sind 3. Oho. Denk mir mal das Schiff. Durchhalten, wir sind unterwegs. Du das. Das steht da auch irgendwie immer, ne? Ja. Ich stehe allgemein immer an der gleichen Position. Ich meine, warum liegen hier random in der Gegend Schilder rum? Ich weiß es nicht, aber ich habe doch. Man könnte auch doch genauso gut hier diese Verpackung von der Waffenkiste als Schild nehmen, oder nicht? Schon. Also sagen wollte, ich habe mal das Schild einfach aus der Map geworfen. Alter, der snackt mir das Schild weg und deshalb werde ich erschossen. Dann holen wir uns mal den kleinen Adrian. Ich bin tot. Ach verdammt. Ey! Wer schießt denn auf mich? Was? Oh mein Gott, wo sind sie? Ich weiß gerade auch nicht. Wahrscheinlich wieder unten im Fahrstuhl. Fällt mir doch einfach mal die Tür auf. Oh. Gut. Da ist schon mal der erste down. Dann. Ich wollte gerade die Tür aufmachen. Aber die sind hier unten alle, oder? Ja. Ja, toll, ich stehe neben dir, ne? Und er schießt auf dich und tötet mich. Fick dich, Adrian. Fick dich einfach nur. Ne? Ja, noch einen Cell. Der andere hat mich aber mit dem Schild abgeworfen. Sind die da immer noch unten? Ja, einer ist noch unten. Okay. Noch 30 Sekunden. Sie müssen eliminiert werden. Er war gerade hinter mir. Sehr gut. Jetzt bin ich nur noch Vierter. Ich 5. Nur wegen dem scheiß Spacken, der mir da das Schild weggesnackt hat. Na, immerhin bleiben wir zusammen, ne? EYG hält zusammen. Für immer und ewig. Ja. Bis ans Ende ihrer Tage. Also ungefähr ein paar Stunden. Die Jäger kommen. Sie dürfen euch nicht finden. Wo lang? Ach da, okay.
Ich renne im Kreis, ich renne im Kreis, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ah. Da ist schon mal der erste Hunter, der down gehen wird. Toll. Bin ich oben, ist er tot. Ich bin dafür, dass jetzt hier ein paar Leute grillen. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier random durch die Gegend latschen. Okay. Oh, zwei Hunter entfernt. Oh, da sind sie down. Ich wollte auch einen. Meiner. Verstanden. Mein Osterei. Bald ist auch Ostern, nur irgendwie wieder im März, also ganz am Ende vom März. Ja. Und wo ich das gesehen hatte, ist es nächstes Jahr im April. Ja, ist ja auch eigentlich normalerweise im April. Oh. Deshalb ist es ja auch Ende März, weißt du? Okay. Also ich finde Ostern im April eigentlich besser als im März. Weiß nicht. April ist eigentlich so... April ist der letzte beschissene Monat des Jahres, meiner Meinung nach. Ah, oh nein. Oh, zum Glück. Ja, ich finde einfach besser im April, weil dann hat man länger Ferien. Ich glaube, der Hunter ist da unten, oder? Lass mal hier hin. Auf jeden Fall, im März hat man, im Mai hat man nochmal ganz viele freie Tage. Zumindest jetzt, was Schule anbelangt. Weil der Abi und so ist und, ja, eigentlich bringt mir das nächstes Jahr dann letztendlich auch nichts mehr. Weil er macht ja auch Abi. Dieses Jahr bringen mir die freien Tage für MSA und Abi und so auch nichts mehr, weil ich mit selbst MSA machen muss. Hm. Bin dann der Arsch, der da im Mai irgendwo im Kabuff sitzen darf und stundenlang arbeiten, schreiben darf. Und, ach nee, dann sind ja schon die mündlichen. Ne? Weiß nicht. Stimmt ja, deshalb ist man ja auch nicht in der Schule. Dann man den mündlichen Redefluss, nein, damit man die Leute halt nicht stört, wenn sie irgendwelche Scheiße von sich geben. Also teilweise labert man ja echt nur Bullshit, ne? Ersten Redeteil meiner Prüfungen, den habe ich gar diesen Monat. Oha. Na, reden kannst du ja echt wie ein Wasserfall, ne? Okay. Vom 19. bis 22. oder so ist das bei mir. Eine 3 Tage lange Prüfung? Ja, da ich das so viele sind. Achso, ich dachte nur du. Ja. Und, ja, ich mache jetzt mal 3 Tage mit die Prüfung. Krieg ich auch was zu trinken zwischendurch? Da kann ich bloß hoffen, dass ich dann als Erster dran komme. Also direkt am 19. oder so. Oder als Letzt. Musst du die ganze Zeit da sein, oder was? Nee, aber als Erster am Praktischen, da habe ich hinter mir und muss ja keinen Stress mehr machen. Und, den Stress machen ja dann aber dafür dann, wenn ich da in der Prüfung, vor den Prüfern sitze. Ja. Also scheißt du dich da immer ein? Hä? Also scheißt du dich da immer ein? Ja, im Prinzip schon. Ah, das ist ja nicht so die feine englische Art, ne? Das weißt du schon. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht appetitlich, wenn jemand vor dir sitzt. Ja, was sagen Sie denn zum Mittelalter? Oh. Noch eine Minute. Denkt an eure Ausbildung und ja, achso, ja, das klingt interessant, muss ich schon sagen. Ja, bei Prüfungen, also so Vorträgen oder so, da habe ich mal relativ viel Schiss vor. Vorträgen, oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da wäre ich immer schnell nervös und so, weil ich Angst habe, irgendwas falsch zu machen oder sonst was. Oh mein Gott, ich mach was falsch und dann reißen wir alle den Kopf ab. Aber das muss man eigentlich gar nicht haben. Ja. Wisst ihr, man muss einfach so... Oh Gott. Noch 30 Sekunden. Man sollte nicht so viel labern hier. Ich nehm einfach mal das Schild. Ach Adrian, du standst im Weg. Fuck. Sag ich ja. So. Komm schon, Schild. Also man muss sich eigentlich gar keinen Stress machen mit den Prüfungen. Vor allem nicht mit den mündlichen. Weil das sind auch nur Menschen und die wollen einfach nur wissen, was du kannst. Und wenn du das kannst, dann musst du dir nicht einreden, dass du es nicht kannst. Und zum Beispiel, das hatte ich auch zum Beispiel in Englischvorträgen, wenn ich dann so einen Vortrag auf Englisch halten soll und dann mal irgendwie ein Satz nicht so ganz klappt, wie ich mir den vorgestellt habe, dann einfach so ein bisschen smooth, ne? Alles smooth. Das kann man heutzutage richtig gut machen. Du smoothst einfach alles weg, indem du schnell irgendwas anderes erzählst. Oder auch im Grafikbereich einfach alles wegsmoothen, sieht immer gut aus. Ich meine, manche Anti-Aliasing-Einstellungen sehen echt so aus, als hätte einfach mit jemandem bei Photoshop mit dem Wischfingerwerkzeug drüber gegangen. Und du wolltest was sagen.
Entschuldigung, ja, das war nett. Die, wo ich aber wirklich am meisten, also die beiden, wo ich am meisten Schiss vor habe, ist Englisch mündliche und Mathe MSA. Schriftlich gibt's da nur. Weil Mathe bin ich nicht gerade der Beste. Ah. Hier fliegt der Hunter. Ja, das war ich. Ich springe immer vor meinem Tod hoch. Beziehungsweise ich werde immer in der Luft gekillt. Oh. Ich wollte sagen, Leute, mein Annäherungsalarm spielt verrückt. Nein, ich bin runtergefallen. Weißt du, ich töte so einen im Jumpshot und falle dann einfach runter. Ach, geht doch mal aus dem Weg, ihr anderen Hunter hier. Ich hab Probleme! Ja, hast du, tatsächlich. Einfach in die Fresse und damit hat sich die Sache. So, hier ist doch schon wieder irgend so ein Schrotnacken. Erstmal den hier um die Ecke wegsnippen. Ach, das ist so ein Schild, Hanswurst. Fick dich. Ja, komm, stell dich. Warum stellt er sich denn nicht wieder in die Ecke? Wo hat er überhaupt sein Schild gelassen? Und wo ist überhaupt Adrian? Ich jage gerade. Ja, nee, geht nicht. Ich bin immer noch Erster, das ist gut. So, den hätte ich Map auch. Jumpen. Wo ist der Letzte? Unten. Ja, ich war gerade unten. Auf der Treppe. Der muss oben sein. Ganz oben. Wie viele begehen Selbstmord gerade? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der war. Aber das war eine schöne Runde, würde ich sagen. Wir haben viel über Prüfungen geredet. Aber sie haben sich durchgesetzt. Und ja, sie haben sie gefunden, aber sie haben sich durchgesetzt. Und so muss das sein. Also in mündlichen Prüfungen kein Schiss haben. Einfach labern, labern, labern. Oder sinnvoll, nee, schön gerenderten Bullshit reden, ja? Ja. Also gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.